Jetzt mal hier folgendes: T-Taste, N-Taste und mache euch mal die Tastenkombination hier unten an. Ihr seht jetzt hier unten, was ich drücke. Ja, welche Tasten ich drücke, könnt ihr jetzt hier sehen. So, und zwar stellen wir jetzt einen Würfel. Ganz toll, danke. Massiv, setzen den auf 0. Wie eure Objekte, GZ 1 Meter hoch. So, dann werden wir jetzt mal 2 Meter, 2 Meter und 2 Meter. So, wenn wir jetzt mehrere Flächen haben, die gleiche Textur kriegen sollen, machen wir Folgendes. Und zwar wählen wir die Flächen aus, die dieselbe Proportion haben und dieselbe Größe. So, also alle auswählen, U drücken, ihr seht es hier, U abwickeln, auswählen, dann kommt hier unten die Schablone. Dann nochmal U zurücksetzen. Jetzt wird das hier unten auf die ganze Textur übertragen. Dann wählen wir unsere Textur aus dafür. Nehmen jetzt mal hier die 1704. Ist nur ein Beispiel, ich mache jetzt daraus nicht weiter. Textur. So, jetzt ist sie ja so zerteilt. Jetzt müsste man erstmal hier die Abwicklungen umdrehen. Die auch nochmal. 180 Grad, also R rotieren. Die Gradzahl eingeben. Rot ist oben. R9. Ah, scheiße. R90. Und hier R180. Wenn ich jetzt die sechs Flächen nehme, die gleich aussehen sollen, kann ich hier unten alle markieren. S wie skalieren, 0,45 und schiebt jetzt in den roten Bereich. Jetzt sind alle rot. Das gleiche nochmal. Fläche 1, Fläche 2 abwickeln. Dann kriegen wir hier unten zwei Platten. Zurücksetzen. Alle auswählen. Texturnummer wählen. 0,45. Und die machen wir jetzt mal hier drüben in den anderen. So. Und schon kann man mehrere Sachen gleichzeitig abwickeln. Jetzt könnte hier ein Muster drin sein oder direkt hier oben ist keine Ahnung, für einen Sockel zum Beispiel hier drei gleiche Teile. Alle drei sollen gleich aussehen. Nimmt man alle drei. Wir machen es mal. E minus 0,5. Ja, klar. E 0,5. So, jetzt soll hier einmal rum das gleiche drauf sein. Also abwickeln, dann sieht das Ding so aus. Völlig bescheuert. Wieder U zurücksetzen. So, jetzt skalieren wir das erstmal in Y, weil das ist ja nicht so dick. Das ist ja relativ dünn. So, und jetzt in X 0,45. Wählen die Textur aus. Und sagen wir mal, jetzt hier unten als Beispiel wäre jetzt ein graues Feld, dann wären die jetzt alle grau. Ich kann jetzt aber nicht die Textur noch umpinseln. Habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Ich wollte euch das nur anhand des Beispiels zeigen. Also hier als Beispiel wäre jetzt eine Textur grau. Hier die. Und dann kann man die Teile so verschieben. So, ich hoffe, das hat wieder ein bisschen geholfen. Und ja, spart euch vielleicht ein bisschen Zeit. Ich sage danke. Tschüss.